Willkommen zu dem Infoflash vom Sonntag, 10. November. Das sind Themen, die an diesem Wochenende die Region beschäftigen. Fast 100 Personen haben sich am Freitagabend in Biel versammelt, um über das Wohnprojekt zu reden, das es in Champagne geben soll. Was genau ist dort geplant? Wissen Sie, was eine Dramatherapeutin macht? Berufe wie die, die im Gesundheitswesen wenig bekannt sind, sind das Wochenende zu Kemin vorgestellt worden. Die Frauen vom FC Biel haben gestern in der Dissu Arena gegen die Frauen vom FC Basel gespielt. Das Auswärtsteam spielt zwei Ligen höher als der Bieler Verein. Was bringt das Spiel mit diesem Niveauunterschied der Bieler Frauenmannschaft? Einheit ist der Name des Kunstevents Orbund, das die Gemeindeverwaltung in einen kreativen Raum verwandelt. In weniger als zwei Jahren soll die Baustelle im Champagnerquartier so aussehen. Ein lebendiger Wohnort mit rund 230 Mieterinnen und Mietern. Um mehr über das Projekt erfahren, sind am Samstagabend rund 100 Interessierte zu einer Informationsveranstaltung in Biel gekommen. Ich bin 70 und interessiert daran, ein Wohnkonzept mit Unterstützung zu finden, für den Fall, dass es nötig wird. Avec un soutien en cas de nécessité. Das Konzept können lernen, wie das organisiert wird. Der Preis interessiert mich auch. Ein bisschen administrative und auch wie die Zulassungsbedingungen sind. Ich suche jetzt das neues Zuhause und wollte gerne die Stadt Biel besser kennenlernen. Und das Konzept da von der Baugenossenschaft Kurz oder Plus interessiert mich sonderlich. Weil ich das Konzept, also so Baugenossenschaften, habe ich schon viel darüber gehört, habe noch nie mit dem zu tun gehabt. Mit meinen Mobilitätseinschränkungen brauche ich etwas Barrierefreies und einfache Zugänge. Zum Schauen, was sie anbieten. Weil anscheinend sind es Wohnungen mit moderaten Mietpreisen. Darum möchte ich gerne wissen, ob das stimmt. Und es ist eine interessante Genossenschaft. Das Ziel des Projekts Fleur de la Champagne ist es, soziale Interaktionen zu fördern. Mit Gemeinschaftsräumen, Geschäften und Wohngemeinschaften. Geplant sind 780 Quadratmeter Gewerbsfläche und Wohnungen von 35 bis 320 Quadratmeter. Die Wohnungen für bis zu 14 Personen sollen zwischen 700 und 6'500 Franken pro Monat kosten. Wir wollten ganz verschiedene Angebote. Das ist auch aufgrund von Projekten, die wir besichtigt haben, hat sich das sehr gut bewährt. Es ist gefragt, von ganz gross bis klein. Und das gibt dann eben eigentlich auch die Durchmischung, die man will, von den Leuten, die dort zukünftig wohnen. Ein Treffen wie das ermöglicht es am Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Gurzelen Plus, sich mit den potenziellen Mieterinnen und Mietern auszutauschen und ihre Anliegen zu erfahren. Man hat es auch heute Abend sehr gut gehört. Die Fragen sind, wie wird vermietet, wann wird vermietet, an wer wird vermietet. Das wird uns sicher noch ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Vorzeigeprojekt, es ist so ein bisschen ein Pilotprojekt, das auch über unsere Genossenschaft aus- und zukünftige Mietende interessiert. Und so ein Anlass ist natürlich für uns wertvoll, um zu wissen, haben wir überhaupt Interessierte? Müssen wir noch Werbung machen für unsere Wohnungen? Und das zeigt uns schon, dass wir, glaube ich, gut ankommen und das Interesse da ist. Das gesamte Projekt wird maximal 37,5 Millionen Franken kosten. Die ersten Mieterinnen und Mieter sollen im Herbst 2026 ins Bieler Quartier einziehen können. An diesem Samstag schafft man zu Kemin den Blick für die Berufe im Gesundheitswesen, die weniger bekannt sind, die im Schatten stehen. Die Gesundheitsmesse setzt den Fokus auf solche Berufe, die meistens vergessen gehen. Die Verantwortlichen vom Stand der OP-TechnikerInnen haben alle Register gezogen, fürs Publikum herzuziehen. Ja, vachement d'outils qui font un petit peu peur. Es gibt viele Werkzeuge, die ein bisschen Angst machen. Aber die Arbeit des medizinischen Masseurs, des Kräuterkundlers oder von der Naturheilpraktikerin, das könnte mich interessieren. Ich komme aus dem medizinischen Bereich. Ich habe in einem Spital gearbeitet. Alles, was aus diesem Bereich kommt, interessiert mich. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Kemin so etwas hat auf die Beine stellen konnte. Ich bin mit etwas comme ça sur pied. Der Verein Couronne Uni hat 5 Monate lang daran gearbeitet, die Messe für unbekannte Berufe im Gesundheitswesen zu organisieren. Eine Premiere für einen Verein und ein Versuch, das kleine Tal sichtbarer zu machen. Ein Tal, das darunter leidet, dass es von der Öffentlichkeit nicht gesehen wird.
Geografisch gesehen liegen wir hinter dem Berner Jura. In der letzten Zeit wird viel über den Grand Chasseral geredet und ich wollte zeigen, dass es nicht nur die Region des Grand Chasseral gibt, auch wenn wir ein Teil davon sind. Aber wir haben eine Region, die wenig bekannt ist. Wir haben auch Rückmeldungen von Ausstellern bekommen, die froh waren, sich in einem kleinen Rahmen zu zeigen und nicht in einer grossen Stadt. Die Exposanten waren sehr content, in einem Kader wie so klein, in einer großen Stadt. Ich fand es super. Die Schule für Gesundheit ist von Lausanne nach Kremin gereist. Wenn Parasiten und andere Proben vom Körper nicht länger für ein Publikumsinteresse für einen Beruf vom biomedizinischen Analytiker oder der biomedizinischen Analytikerin zwecken, dann hat Priskil von Almen ein schlagkräftiges Argument. Biomedizinische Analytiker, das ist eine 100% garantierte Arbeit. Und vor allem garantierte Arbeit für die Region. Die Gesundheit betrifft nicht nur die Bewohner der Städte, sondern auch die Bewohner der Dörfer und einer Region, die als abgelegenste von der Schweiz bezeichnet wird. Da braucht man auch kompetente Fachleute, weil auch da gibt es Kranke. Weiter stellt die einzige Dramatherapeutin vom Jura ihren Beruf vor. Therapeutische Begleitung mit Hilfe von Theater, das brauche ich. Dramatherapie ist in den 90er Jahren in die Schweiz gekommen, hat aber noch Schwierigkeiten bekannt zu werden. Es gibt noch Entwicklungsbedarf, weil ich denke, dass sie in Schulen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und auch in Einrichtungen, die Familien begleiten, sehr nützlich könnte sein. Insgesamt 14 unbekannte Gesundheitsberufe sind am Samstag in der Turnhalle von Kremin vorgestellt worden. Der Verein Couronne Uni plant, die Messe in ein oder zwei Jahren wieder zu machen. Die Anspannung in der Reihe des FC Bio Women ist zu spüren, wo die zweite Halbzeit anfängt. Und das aus gutem Grund. Die Seeländerinnen sind bereits 0-3 im Rückstand. Die Auslosung beim Schweizer Cup hat ergeben, dass sie im Achtelfinale auf Basel treffen. Du kämpfst so weit und dann kommst fast das bestmögliche Team der Schweiz über. Ja, dann schon gewusst, das gibt Freude, das macht Spass, das ist ein einmaliges Highlight, das wir erleben dürfen. Also wirklich schon bei der Losung gewusst, ja, das wird cool, cooles Event. Ja. Teams sind zwei Ligen auseinander. Biel spielt der Amateurliga, Basel professionell. Die Bielerinnen haben ihre Taktik angepasst, um an den Basler Gigantinnen zu begegnen. Eine kompakte Verteidigung soll den Schaden begrenzen. Aber den Niveauunterschied spürt man. Sie waren sehr gross, sehr breit und eben, wir sind etwas kleiner. Wir haben vielleicht etwas weniger Ausdauer. Und taktisch, sie sind superer als uns. Und ja, ich denke, es sind so kleine Details, die sich zeigen. Im Cup kann ja immer alles passieren. Und für uns ist es ein mega Highlight, schon nur wenn wir im Stadion spielen dürfen. Und von dem her haben wir uns auf das Erlebnis gefreut und alles wollen geben und dann schauen, wie es rauskommt. Wie es rauskommt, kann man an den Gesichtern der Fans ablesen. Die zweite Halbzeit ist den Bielerinnen nicht besser gelaufen. Sie haben 4 weitere Goal kassiert. 7-0 können wir nicht zufrieden sein, aber es ist, wir haben gut, in der Offensive ist es schwieriger gewesen, Defensive ist, wir haben gut gestanden. Klar, vielleicht kann man sagen, ein oder andere Goal weniger wäre auch schön gewesen, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, alles vom Platz gegeben, was sie heute möglich hatten. Sie waren solidarisch gewesen, haben miteinander gekämpft, haben Freude gehabt und da kann ich als Trainerin noch stolz sein. Der Schweizer Cup ist für den FC Bio Women vorbei. Aber die Begegnung mit der Elite der Frauen hat die Spielerinnen motiviert. Sie sind bereit, am nächsten Samstag gegen Düdingen anzutreten. Das mal in der Meisterschaft. Das Gemeinshaus Zorbund wird seit dem Freitag von verschiedenen Kunstwerken geschmückt. Der Dita Wiederkehr ist mit der Idee von einer Kunstausstellung auf die Präsidentin der Kulturkommission zugegangen. Schon länger merke ich, dass es ist für Künstler sehr schwierig, einen Ort zu finden, seine Werke zu zeigen. Und von mich selbst, das weiß ich, das bedeutet so viel auch für Künstler, das, was die machen, teilen zu können. Künstlerinnen und Künstler, die einen Bezug zu Bund haben, haben sich für die Ausstellung im Gemeinshaus bewerben. Wir haben es sehr offen ausgeschrieben. Wir haben es ausgeschrieben, es kann Malerei sein, es kann Videos sein, es kann Skulpturen sein. 134 Werke von 16 Künstlerinnen und Künstlern sind hier durchmischt in zwei Räumen ausgestellt. Es gibt aus verschiedenen Kunstwerken eine Einheit. Und man kann das Werk auch kaufen. Ich bin so richtig happy. Es ist so schön, wenn man ein Bild malt. Und die Leute sagen, es ist schön.
passiert sehr viel. Und wenn noch eins wegkommt und etwas kauft und man weiss, es kommt an ein anderes Ort hin, das freut mich natürlich sehr. Mitten im Raum steht das Kunstwerk von Erika Melano. Sie haucht den Specksteinen mit geschwungenen Formen Leben ein. Wie ein Fluss im Prinzip. Es kommt einfach so und dann lasse ich es fliessen. Und dann kommt es aus mir raus. Eben, wie gesagt, ich kann nicht etwas Eckiges machen. Es, tut einfach, es braucht eine Spiralenwelle, Schwung. Und das ist für mich das Leben, das aus dem Stein rauskommt. Bei der Vernissage am Freitag hat es auch Performance-Kunst zum Bestaunen gegeben. Die Ausstellung soll interaktiv sein und so können Besucherinnen und Besucher aktiv an diesem Bild mitgestalten, wo die Ausstellung selber den Namen Einheit trägt. Besucher und Besucherinnen sollten auch sich reinbringen, nicht nur diese Input kriegen, aber auch etwas erfahren und selbst machen. Die Finissage der Ausstellung ist am 24. November und für nächstes Jahr sind die Räume schon reserviert, um die Ausstellung wieder zu machen. Das war es vom Infoflash. Weiter geht es auf Telebilenk mit unserer Sportsendung. Trampolinathleten vom Turnverein Grenchen sind gerade von zwei internationalen Wettkämpfen zurückgekommen. Sie erzählen, wie es ihnen gelaufen ist und was ihre Ziele sind. Die Nachrichten aus der Region findet ihr auch auf unserer Plattform azur.ch. Merci vielmals für euer Interesse und viel Spass beim weiteren Programm hier auf Telebilenk.